Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie das ZDF in der Nachrichtensendung heute versucht, den Zuschauer heimlich zu manipulieren. Ich hatte beim Essen zufällig Nachrichten geguckt und ich hatte also den Fernseher eingeschaltet. Ich habe diese Sendung also willkürlich gewählt. Ich habe jetzt nicht 100 Heute-Sendungen gesehen und habe jetzt diese ausgewählt, sondern ich bin zufällig auf diese Sendung gestoßen. Und weil mir die Sendung gleich so negativ aufgefallen ist, dachte ich, es ist sinnvoll, hier einmal zu versuchen, die Sendung näher zu betrachten und aufzuarbeiten. Jetzt im Folgenden die Heute-Sendung kommentiert und mit einem Zeitzähler versehen. Danach ein paar Worte dazu. Des Tages, heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Tennis und Fußball gleich im Sport mit Christin Otto. So ist es, guten Abend. Wir schauen jetzt auf die Themen von heute. Empörung über Russland. Den Lieferstopp von Erdgas nach Polen und Bulgarien nennt die EU Erpressung. Moskau droht auch anderen, den Gashahn zuzudrehen. Entlastung wegen hoher Energiepreise. Die Bundesregierung beschließt Erleichterungen für Eltern und Autofahrer sowie ein 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Schwere Waffen für die Ukraine. Union und Regierung einigen sich. Um das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr wird noch gerungen. Die Frage der deutschen Energiesicherheit taucht jetzt mit voller Wucht wieder auf. Nachdem Russland den EU-Ländern Polen und Bulgarien quasi über Nacht den Gashahn abdrehte, fragen sich viele, was, wenn Präsident Putin das auch auf Deutschland ausweiten sollte? Politische und wirtschaftliche Reaktionen dazu gleich. Zuvor Volker Dudek über deutsche Gasabhängigkeit und Ströme. Auch in Deutschland wird Erdgas gefördert, wie hier im niedersächsischen Hochstede. Allerdings ist der heimische Anteil minimal. Insgesamt 6% aus Deutschland stehen 94% Gasimporten gegenüber. 2020 betrug der Import aus den Niederlanden 12,7%, aus Norwegen 30,6%, der Anteil aus Russland 55,2%. Wirtschaftsminister Habeck bezifferte den aktuellen Wert heute auf nur noch 35%, weil es gelungen sei, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Den Löwenanteil liefert Russland den größten Teil über die Nord Stream 1. Zum Pipeline-Netz gehörten bisher auch Jamal, Bruderschaft und Sojus. Eine wichtige Rolle spielen die Gasspeicher. Sie dienen als Puffer, wenn mehr Gas verbraucht, als geliefert wird. Vor einem Monat lag der Anteil noch bei rund 25%, jetzt sind es 33,4%. Bis Anfang November müssen alle Speicher bis 90% gefüllt sein. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nennt die russischen Gaskappungen einen Erpressungsversuch. Und sicher darf man sie auch als Drohung gegen Deutschland verstehen. Ein Gaslieferstopp jedenfalls, das wurde gerade ja auch deutlich, würde uns wegen der starken Abhängigkeit von Russland ziemlich hart treffen, besonders die Industrie. Bernd Bentin mit den politischen und wirtschaftlichen Reaktionen. Durch diese Rohre fließt seit heute kein Gas mehr. Die Jamal-Pipeline hier an ihrem Endpunkt im brandenburgischen Malnow. Für Deutschland eher unerheblich, für Polen und Bulgarien aber die Hauptversorgungsleitung. Den Lieferstopp jetzt nennt die EU-Kommissionspräsidentin eine Provokation. Es ist für uns nicht überraschend, dass der Kreml versucht, uns mit fossiler Energie zu erpressen. Wir haben uns aber darauf vorbereitet. Russland begründet seinen Schritt damit, dass Polen und Bulgarien nicht, wie gefordert, in Rubel gezahlt hätten. Auch wir werden nicht in Rubel zahlen, sagt der deutsche Wirtschaftsminister und sichert den beiden Ländern Unterstützung zu. Das wäre zynisch, wenn Deutschland in seiner Größe denkt, ach so, die Kleinen kann man da mal kurz ein bisschen verprügeln, das ist eine Warnung für dich. Nein, das ist Realität. Das ist die Realität, wo Energie als Waffe eingesetzt wird. Laut Bundesnetzagentur sei die Versorgungssicherheit in Deutschland derzeit gewährleistet. Im Falle eines Lieferstopps wären Privathaushalte als letztes betroffen. Für diesen Fall der Fälle, auf den man sich ja gerade vorbereitet, um ihn zu vermeiden, wären natürlich als erstes die geschützten Verbraucher in den Blick zu nehmen. Das sind private Haushalte, aber auch Krankenhäuser, Pflegeheime. Die wären eben geschützte Kunden und bei denen würde eben kein Gas gespart werden. Die Industrie dagegen fürchtet, wenn Russland den Gashahn zudreht, könnte das die deutsche Wirtschaft kaum verkraften. Das würde massive Schäden an der volkswirtschaftlichen Struktur, an Unternehmen und damit natürlich auch generell an Beschäftigung, an Einkommen, an Wachstum und Steuer auch bedeuten.
Die Abhängigkeit von russischem Gas habe sich bereits verringert, sagt die deutsche Regierung. Trotzdem sei man noch mindestens 2 Jahre auf Lieferungen angewiesen. Russlands Regierungssprecher Peskow droht jetzt auch anderen Ländern mit Gaslieferstopp. Fragen wir Axel Sturm in Moskau. Warum hat sich Russland in dieser Phase zu diesem Schritt entschlossen? Ja, Russland macht das aus 2 Gründen. Natürlich zum einen, um Macht zu demonstrieren, zum anderen aber vor allen Dingen, um den Rubelkurs stabil zu halten. Zumindest ist das hier die Überlegung. Der Mechanismus funktioniert folgendermaßen. Wenn Russland seine Kunden dazu zwingt, in Rubeln zu bezahlen, entweder durch Einzahlung auf ein Konto bei der Gazprombank oder direkt, dann müssen Rubel besorgt werden. Devisenhändler also könnten mehr Geld für den Rubel verlangen und das könnte mittelfristig dazu führen, dass der Rubel nicht abstürzt. Soweit die Überlegung. Allerdings gibt es hier deutliche Signale, dass die Sanktionen langsam ankommen, langsam wirken. Heute gab es Wirtschaftsprognosen. Die Wirtschaft könnte bis Ende des Jahres um bis zu 9% einbrechen und die Inflation um bis zu 20% steigen. Danke für die Hintergründe nach Moskau. Axel Sturm war das. Ja, wie kann Deutschland unabhängiger werden von russischem Gas? Antworten dazu haben wir online noch einmal kurz und knapp zusammengefasst in unserer ZDF-Heute-App. Was die Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen angeht, will die Union jetzt dem Antrag der Ampelregierung folgen. Morgen soll dies im Bundestag beschlossen werden. Jetzt stellt sich die Frage, ob es auch über das 100 Milliarden Euro Sondervermögen, das Kanzler Scholz ja zur Stärkung von Deutschlands Sicherheit ausgerufen hatte, eine Einigung geben wird. Vor wenigen Minuten endete dazu die erste Lesung im Bundestag. Mehr von David Gebhardt. Zeitenwende ist ein großes Wort. 100 Milliarden für die Bundeswehr, eine beachtlich große Summe. Und so sind es auch große Worte, die der Finanzminister heute wählt, um die neuen Schulden, die Sondervermögen heißen sollen, zu begründen. Es geht nicht um eine Militarisierung der Außenpolitik, aber um eines. Man muss kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Und deshalb muss die Bundeswehr ertüchtigt werden. Um das Sondervermögen auf den Weg zu bringen, braucht die Ampel eine Grundgesetzänderung, also eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und damit Stimmen aus der Union. Die knüpft Bedingungen daran, etwa das Versprechen, das sogenannte 2%-Ziel im Grundgesetz festzuschreiben. Zeitenwende bedeutet keine Einmalzahlung an die Bundeswehr, sondern ein Dauerauftrag an unsere Verteidigungsfähigkeit. Wollen wir jedes Jahr wirklich 2% investieren? Was ist in dem Jahr, wo wir die F-35? Was ist in dem Jahr, wo wir die F-35 kaufen? Da sind es vielleicht mehr als 2%. Wollen Sie dann das Grundgesetz an diesem Tag ändern? Es gehe vor allem darum, die Bündnisfähigkeit zu gewährleisten, die Bestandsbeschreibung der Bundeswehr derzeit ein Offenbarungseid. Wir haben zum Beispiel auf dem Papier 350 Schützenpanzer Puma. Davon sind tatsächlich 150 einsatzbereit. Beim Kampfhubschrauber Tiger sieht es nicht anders aus. Von 51 Maschinen können gerade mal 9 abheben. Die AfD kritisiert heute vor allem das Verfahren, die Konstruktion Sondervermögen. Die Linke lehnt höhere Militärausgaben generell ab. Die Bundeswehr ist nicht wegen zu wenig Geld kaum einsatzfähig, sondern wegen des grottenschlechten Managements. Und in dieses schwarze Loch Rüstungsetat sollen jetzt einfach weitere Milliarden Steuergelder versenkt werden? Nein! Die Gespräche zwischen Ampel und Union laufen. Beim Thema Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine hat man sich nun verständigt. Beim Sondervermögen heißt es, sei eine Einigung offen. Ukrainer und Russen. Völkerfreundschaft und Verbundenheit sollte dieses Monument in Kiew schon zu Sowjetzeiten symbolisieren. Nun will es niemand mehr haben. Demontage in Anwesenheit von Bürgermeister Klitschko. Das ZDF möchte einen Schockmoment einpflanzen. Die Russen, sie stellen uns das Gas ab. Sie bedrohen uns. Sie sind aggressiv. Jetzt werden Kritiker sagen, ja gut, aber das ZDF, es wird doch nachher erklärt. Es wird doch nachher rational, wird es doch eigentlich das Wichtige gesagt. Der Mensch bildet seine Meinung aber nicht nur durch rationale Vorgänge. Das wissen die Leute beim ZDF genau. Sie machen sich bestimmte Mechanismen des Unterbewusstseins zunutze, die dem normalen Menschen nicht bewusst sind. Wenn etwas oft erwähnt wird über einen längeren Zeitraum, dann prägt es sich ein. Und so wird es hier gehandhabt. Es wird zufällig immer wiederholt, Russland liefert kein Gas. In allen möglichen negativen Ausführungen. Erst nach 2 Minuten 50, nachdem sich dieser Schockmoment eingepflanzt hat für den Unwissenden, der vielleicht nur gelegentlich die Nachrichten einschaltet und sich ansonsten für Fußball interessiert,
Der denkt also 2 Minuten 50 lang, Russland stellt einfach das Gas ab. Und die sind aggressiv, die machen das einfach so. Es kommt dann kurz hämisch formuliert die Begründung, warum Russland das macht. Und dann geht es 1 Minute 20 weiter, wieder in der Dauerschleife. Es wird in der Heute-Sendung Täter und Opfer komplett verkehrt. Es wird suggeriert, Russland führe einen Wirtschaftskrieg gegen uns. Dabei ist es umgekehrt. Wir haben Russland den Wirtschaftskrieg erklärt. Und wir haben Russland auch überhaupt den Krieg erklärt, indem wir Waffen liefern. Man kann nur hoffen, dass Russland das nicht so eng sieht, in Anführungszeichen. Jetzt sagen einige, ja, aber Russland hat doch die Ukraine angegriffen. Das dürfen sie nicht, das ist völkerrechtswidrig, also ist doch vollkommen klar, dass Sanktionen sein müssen. Aber wie viele Kriege haben die USA vom Zaun gebrochen, die völkerrechtswidrig waren und vor allem, die sehr viel schlechter begründbar sind, als das, was Russland in der Ukraine macht. Auffällig war, dass die AfD in dem 2,5-minütigen Beitrag über die Debatte im Bundestag, über die Waffenlieferungen, überhaupt nicht wiedergegeben wurde. Es wurde kein Redebeitrag gezeigt und auch das Zitat ist vollkommen unerheblich und gibt gar nicht die Position wieder, dass die AfD gegen Waffenlieferungen ist. Ganze 5 Sekunden wurde die AfD im Bild gezeigt. Die Linke, die mit 3% viel schwächer ist als die AfD, wurde viel länger gezeigt, wobei 15 Sekunden auch kurz sind, bei einer Gesamtlänge von 2,30. Jetzt noch im Folgenden eine Erklärung dazu, warum das, was die USA 2014 gemacht haben, warum es so schlimm ist, warum Stabilität nicht selbstverständlich ist und ein Schaffen von Instabilität ein großes Verbrechen ist. Die ethnischen Grenzen sind eigentlich immer verschwommen. So gibt es in der Ukraine eine russische Minderheit und in Russland gibt es eine ukrainische Minderheit. Und irgendwo werden die Grenzen gezogen. Irgendwo ist dann Russland, irgendwo ist die Ukraine. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass Polen bis 1772 ein sehr großes Reich war, über lange Zeit. Dass Polen, Litauen, sie hatten sehr große Gebiete. Sie hatten dann eine Schwächephase und sind zusammengefallen. Wir können uns daran nicht mehr so erinnern. Und vor allen Dingen Deutschland und Russland sind dann natürlich vielleicht auch gewohnt, der Mensch ist immer an Gehaltserhöhungen gewohnt. Also es soll immer besser werden, immer vorangehen. Man will immer mehr Geld haben und Staaten wollen immer gern mehr Gebiet haben. Und daran gewöhnt man sich schnell. Das heißt, Deutschland und Russland haben sich dann schnell daran gewöhnt, ja klar, das ist jetzt hier Ostpreußen und Russland hat die anderen Gebiete. Polen, ja gut, die sind ja selber schuld, die waren halt schwach, jetzt haben sie die Gebiete verloren. Die gibt es jetzt halt quasi gar nicht mehr. Polen sieht das aber ganz anders. Sie sehen es so, ja, wir sind eine ehemalige Großmacht über viele Jahrhunderte, uns stehen diese und jene Gebiete zu. Das ist jetzt nur mal das Beispiel Polen. Und in der Ukraine ist es jetzt so gewesen. Es gab bis 2014 einen relativ stabilen Zustand. Die Ukrainer haben in der Mehrheit Janukowitsch rechtmäßig gewählt. Und wichtig ist, Janukowitsch, er war korrupt, aber seine Partei hieß Partei der Region. Er war für eine föderale Struktur, ähnlich wie die Bundesrepublik Deutschland. Man muss jetzt wissen, die Regierungen nach Janukowitsch, die durch die USA in die Macht gebracht wurden, sie waren genau dagegen. Im Osten der Ukraine gibt es eine starke russische Minderheit. Und diese russische Minderheit wurde degradiert. Jetzt sagen die im Westen, ja, das stimmt ja gar nicht, das ist ja ganz anders. Man muss sich aber nur mal das Wahlergebnis von Janukowitsch angucken, 2010. Und vor allem auch, dass die Ostukraine eine Sprachregelung wollten, dass Russisch zweite Amtssprache bleibt, was die neue Regierung 2014 in Kiew ihnen verweigert hat. Es waren Nationalisten, die mehr oder weniger offen russlandfeindlich sind. Was sich auch jetzt gerade wieder zeigt, wo Klitschko das Denkmal der russisch-ukrainischen Freundschaft abreißen ließ. In der Heute-Sendung wurde es so formuliert, da war keiner mehr dafür und so hat Heute die Verantwortung von Klitschko genommen. Dabei ist das aus meiner Sicht ein klarer Beweis, auch bei Klitschko, dass er auch ein Rechtsextremist, ein Rassist ist. Aber was hat die aktuelle Politik mit den Russen insgesamt zu tun? Warum muss man dieses Denkmal einreißen? Man vertieft damit die Gräben. Und augenscheinlich ist das Ziel von Klitschko und vielen anderen. Sie sind gegen Russland, generell. Viele hier wissen nicht, dass der Westen seit dem Zweiten Weltkrieg Russenhasser aktiv unterstützt hat, um Russland zu schwächen, im Kalten Krieg. Pandera zum Beispiel wurde nicht verhaftet, nicht vor ein Kriegsgericht gestellt, sondern er arbeitete aus Deutschland weiter gegen Russland. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch in der Ukraine kein wirkliches Unrechtsbewusstsein vorhanden gegen Russenhass. Weil ja der Westen alles gegen Russland unterstützt hat im Kalten Krieg und auch danach augenscheinlich. Vertreter der ukrainischen Regierung versuchen jetzt natürlich im Westen vor der Bevölkerung gut Wetter zu machen, sich als Demokraten hinzustellen.
aber sie verraten sich immer wieder. Beispielsweise auch Melnik, der nicht auf eine Veranstaltung gehen wollte, weil dort russische Sopranisten aufgetreten sind. Melnik sagte, er hat keine Lust auf große russische Kultur und hat damit in einem Krieg die Gräben vertieft. Nicht gegen Putin, sondern gegen Russland insgesamt. Und so etwas wird skandalöserweise hier in den Medien klein gehalten, nicht aufgearbeitet, obwohl die Leute es natürlich genau wissen, was das für Leute sind. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Solche Leute wurden von der USA unterstützt. Sie haben hier offen den Krieg provoziert. Es wurden in den letzten 8 Jahren wurden systematisch Gräben im Donbass ausgehoben. Просто для примера, фронт, конечно, здесь ушел очень далеко вперед и давно, но в качестве примера показать, что сейчас приходится штурмовать нашим войскам, например, под Авдеевкой, например, Угледаре, Рубежная. Смотрите, вот типовой их укрепленный блиндаж сделан, ну, это что-то невероятное. Огромная массивная дверь, 40 сантиметров высококачественного бетона. Это очень хороший бетон. Дальше. Еще одна дверь, предбанник. Не знаю, сколько она, может, тонну весит. Здесь у них была буржуйка. Такие основательные бронированные бойницы вот такой толщины. И вот здесь. Туда она уходит, вот настолько. Вот примерно вот с этой, с фронтовой стены, вот такое количество бетона. Взять этот рубеж, ну, практически, ну, вот, ну, невозможно. Это что надо применять, чтобы поразить такой укрепрайон? И таких дзотов, путей ходов сообщений в полный профиль. Целая сеть, плюс за моей спиной у них там база, 7-8 метров в глубину, такие же забетонированные мощные бомбоубежища, с ходами сообщениями, совсем с бойницами, можно вести бой. Вот как раз полностью просматривается дорога, вот она. И вот это сейчас приходится штурмовать нашим войскам для понимания того, чем они сталкиваются. Вот здесь вот все по уму сделано. Сеточки, это сделано для того, чтобы при попадании снаряда вот этот защитный слой кевларовый не отлетали бетонные осколки, которые могут поразить того, кто находится внутри. Сделано все основательно, капитально, и по уму это все делалось, накапливалось много-много лет. Es wurde ganz viel Militär in die Ukraine transferiert. Die ukrainische Armee ist die zweitgrößte Armee Europas mit über 300.000 Mann. Die Ukraine hat 41 Millionen Einwohner, Russland hat 141 Millionen Einwohner. Und sehr wahrscheinlich ist das Ziel, Europa insgesamt durch einen Krieg zu schwächen, von den USA. Das hat Georg Friedmann das ganz offen gesagt, dass das eine gute Strategie wäre für die USA. Aber es spielt auch keine Rolle, was irgendwer sagt, sondern man muss nur gucken, was passiert. Und wir sehen jetzt hier eine Instabilität, die nicht mehr abwendbar ist. Ich denke nicht, dass das im Interesse der Allgemeinheit der USA ist, was hier passiert. Schon lange nicht mehr, auch im Nahen Osten. Das ist nicht das allgemeine Interesse der USA. Das ist sehr wahrscheinlich nur das Interesse von bestimmten Leuten der USA, die da ihre Geschäfte machen, ein bisschen Geld verdienen. Oder vielleicht ist es auch einfach psychopathisch mittlerweile. Von irgendwelchen Generälen, die nichts anderes zu tun haben, als irgendwelche Weltmachtsfantasien auszuleben und diesen Kick verspüren, jetzt drehen wir hier heimlich was und jetzt kommen wir hier voran. Getriggert vielleicht auch durch die Erfahrung, in der Vergangenheit hat es ja manchmal geklappt. Durch Täuschung der Bevölkerung in der Vergangenheit konnten die USA in Kriege eintreten, wovon die USA gebietsmäßig und wirtschaftlich profitiert hat, was die Bevölkerung aber nicht mitgemacht hätte. Dazu zählt der Krieg gegen Spanien Ende des 19. Jahrhunderts, oder Pearl Harbor
wodurch die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Daniele Ganser ist aus meiner Sicht ein hervorragender Historiker, der das alles aufbereitet hat und zugänglich gemacht hat, diese Informationen, dass die breite Öffentlichkeit überhaupt erst davon erfahren kann. Was aus meiner Sicht ein unglaublich großer Verdienst ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.